Grüß Gott, mein Name ist Michael Kürz, ich bin der erste Vorstand der Spülverein Weiden. Wir sind gerade im Stadion der Spülverein Weiden im Hintergrund. Unsere Ahnenmannschaft in Anführungszeichen. Wir treffen uns oder wir haben uns heute getroffen, nach 50 Jahren, um ehemalige Spieler wieder zu begrüßen, die gerne zusammen heute hier feiern und die vor 50 Jahren eine sehr erfolgreiche Jugendmannschaft bei uns war. Und in denen Reihen natürlich einige Spieler sind, die wirklich eine große fußballerische Karriere hatten. Ja. Wie zum Beispiel ein Florian Hinterberger, ein Hans Pausch, um nur mal zwei zu nennen, die also wirklich hohe Weihen im Fußball sich eingehandelt haben. Und wir sind natürlich froh und stolz als Verein, dass wir solche Spieler eigentlich aus unserer Jugend herausgebracht haben und freuen uns also auch unheimlich, dass sie selbst nach 50 Jahren, auch wenn sie in München und Tutzing und überall sind, heute den Weg auf sich genommen haben und uns am Wasserwerk heute zu besuchen, bei Kaffee, Kuchen, Abendessen und natürlich bei einem Heimspiel unserer ersten Mannschaft. Hallo, Florian Hinterberger, ehemaliger Schüler und Jugendspieler von der Spielvereinigung Weiden. Da sind wir heute auch zu einem ganz besonderen Anlass. Hier treffen sich nämlich nach 50 Jahren die Recken einer legendären Schülermannschaft von 1972. Wir sind froh, dass wir diese Möglichkeit haben und Gelegenheit haben. Und deswegen sind wir jetzt hier am Wasserwerk oder Sparda-Bank-Stadion, heißt es ja heutzutage. Die Idee ist entstanden, weil ich vor zwei Jahren ein Buch geschrieben habe und da war ein Foto drin von dieser legendären Mannschaft und da sind wieder Kontakte entstanden. Dann sind wir eigentlich durch Zufall draufgekommen, es wären jetzt 50 Jahre. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, dass wir alle zusammentrommeln, dann werden wir es wahrscheinlich nie wieder schaffen. Und bis auf einen ist es möglich geworden, dass wir die komplette Truppe jetzt hier haben, konnten auch das Foto nachstellen und haben hoffentlich einen lustigen Tag. Also ich muss sagen, dass die Spielvereinigung damals für mich natürlich eine super Jugendzeit war, muss ich wirklich sagen. Es war damals schon eine sehr gute Jugendarbeit, das ist, glaube ich, heute nach wie vor. Sie sind ja ein Leistungszentrum. Und von daher habe ich es einfach geschafft, von der Spielvereinigung aus Profi zu werden und dann diesen Karriereweg zu beschreiten, braucht man auch mal ein bisschen Glück. Aber hier war der Ursprung und deswegen erinnert man sich immer wieder gerne daran zurück.